Hi zusammen, herzlich willkommen im heutigen Video. Heute geht es wieder um K-Hi-Fi, nur dass diesmal nicht ich einbauen werde, sondern ich lasse einbauen. Und zwar fahre ich gerade bei ACR in die Werkstatt rein. Ich bin bei ACR in Hamm und ja, da werden wir begleitend Lautsprecher einbauen, Türen dämmen und die Laufzeitkorrektur der Lautsprecher einstellen. Also hier in der Werkstatt von ACR, ohne Ende Kabel, Anschlüsse, Werkbank, Lötkolben, ja, das was halt dazu gehört, wenn man K-Hi-Fi verbauen möchte und ohne Ende Kabel, genau das was ich brauche. Und ich habe auch schon gesehen, Leute, guckt euch das an, das ist so dick wie mein Daumen. Wunderbar, ja, wir gucken mal, schmeiß mal ein Auge in den Shop rein. Ich denke, die meisten von euch waren schon mal im Shop und ja, Bereiche für die Musik. Radio läuft, an dieser Stelle müssen wir leider abbrechen und weiter in der Werkstatt machen, denn Radio ist nicht so cool auf YouTube hochzuladen. Ich würde sagen, wisst ihr was, wir legen direkt los, Türen runter, Türverkleidung runter und ja, dann fangen wir an, das Ganze einzubauen. Für diesen Umbau habe ich mir ein paar Sachen mitgebracht und ja, die wurden mir zur Verfügung gestellt von ACR. Alles außer dieses Skateboard und ja, ich würde sagen, wisst ihr was, packen wir das Ganze mal aus und ich zeige euch, was wir alles einbauen. Für diese Aktion haben wir erstmal ja, die Hauptdarsteller mitgebracht, Lautsprecher von Exton. Die kommen vorne rein, das sind Komponentlautsprecher, heißt also, einmal der Tieftöner oder Mitteltöner und Hochtöner für die Tür oben. Ähnliches nochmal, in diesem Fall jetzt koaxial für die hinteren Türen. Und da werden wir mal gucken, ob wir das hier benötigen werden. Eine Silikontülle für die Lautsprecher. Und die ist dafür da, damit ja, das Wasser nicht in den Lautsprecher reinregnet. Mit drinne ist so ein Schaumstoff, den man, wenn man ihn benötigt, hinter dem Lautsprecher macht. Ich weiß jetzt nicht, ob dieser wasserresistent ist, muss er ja, ne? Weil der kommt ja eigentlich auf die Türaußenschale drauf. Ob wir das benötigen, werden wir auch noch sehen. Und dann ja, diverse Lautsprecherringe. Mal schauen, ob wir die benötigen. Ein bisschen ganz wichtig, das ist natürlich so ein Gewebeklebeband, ne? Nicht mit normalen Isolierband am Auto arbeiten bzw. an Lautsprechern. Also das ist immer cool, so eine Rolle zu haben. Die ist recht teuer. Ich glaube, ich habe dafür in Hagen 10er bezahlt bei ACR. Und, aber ist geil, funktioniert super mit dem Zeug. Dann haben wir normales Dämmmaterial. Das ist das Seal & Base und das sind ganz normale Dämmmatten, Alubityl. Also, kennt ihr eigentlich auch schon aus dem letzten Video. Wir haben hier nochmal Aluminium und Bityl zum Dämmen der Tür, Außenschale, Innenschale, wie auch immer. Werden wir gleich sehen, wenn das der Profi alles zeigt, wie es gemacht wird. Ja, des Weiteren, oh, Leute. Und noch mehr Dämmmaterial. Und hier haben wir einmal Sealen und das ist die Dämmung Finish und zwar haben wir hier das Bityl, Alu und einen Schaumstoff, der ordentlich den Schall absorbiert, damit wir auch richtig geilen Sound im Auto haben. Ja, davon habe ich eine ganze Kiste mitgebracht, damit es auch nicht während des Einbaus mit den Materialien knapp wird. Optional dazu, ob wir das brauchen werden, weiß ich nicht, haben wir ein cooles Werkzeug. Das kann man gut gebrauchen, jetzt nicht nur für Hi-Fi-Einbau, sondern auch für normale Arbeiten. Eine Popnietenzange. Damit könnt ihr Popnieten einziehen, aber ihr könnt auch Gewindenieten einziehen. Das sind Gewindeniete. Also, die Lautsprecher vorne und hinten, die sind ja in die Aggregateträger reingenietet. Die muss man rausschrauben. Jetzt kann man natürlich die neuen Lautsprecher auch reinnieten oder irgendwie reinschrauben mit Blechschrauben oder so. Aber wir werden mal versuchen, ob wir die originalen Bohrungen nehmen können und die neuen Lautsprecher auch wieder festschrauben können. Ja, das werden wir da sehen. Das habe ich optional mitgebracht. Und ja, lass mal loslegen. Und das Ganze baut mir der Sascha ein, ACR Hamm. Und ja, er ist hier der Mechaniker in der Werkstatt und du baust regelmäßig, oder jeden Tag. Jeden Tag. Das ist dein Geschäft. Ja. Genau, also.
Und diesmal wird er mir zeigen, wie es anständig an einem, ja, wie es anständig eingebaut wird. Wir haben uns speziell auch für den Golf entschieden. Wir hätten es auch gerne für die V-Klasse gemacht. Allerdings ist das natürlich nicht so ein weltbekanntes Auto, sage ich einfach mal. Fährt nicht die breite Masse halt, ne? Ganz genau. So, und der Golf, der eignet sich da ideal für. Somit auch der Audi TT auch nicht ideal für so einen Umbau, weil viele Leute halt, ist ja auch ähnlich, du hast einen Golf, das ist wie beim Passat und beim Touran, also ähnlich wie... Golf 5, Golf 6, Golf 7, die sind ja alle ähnlich aufgebaut, auch ein Seat oder sowas. Ja. Gibt natürlich ein paar Ausnahmen, aber ja, in der Regel sind die fast alle ähnlich aufgebaut. Ja. So, was wir machen müssen, das habe ich euch gerade gezeigt, was wir einbauen werden. Hinten sind noch keine Kabel gezogen, die wir dann beziehen müssen. Zu dem Zubehör, was ich mitgebracht habe, ist fast vollständig so, ne, hätte ich jetzt gesagt. Das ist soweit fast vollständig. Ein paar Kabel oder sowas haben wir ja zu Genüge auf Rolle. Genau, ein paar Kabel werden wir ziehen müssen, beziehungsweise links und rechts hinten. Das Einzige ist nur, ja, wir werden nach dem Einbau machen wir noch eine Laufzeitkorrektur. Und die werden wir aber im zweiten Video machen. Also es gibt ein zweites Video dazu und heute den Einbau, einmal einen coolen Soundcheck und danach die Audio-Laufzeitkorrektur. So, wir machen trotzdem mal vorher noch so einen kleinen Soundcheck. Ob es natürlich in der Kamera so rüberkommt, das weiß ich nicht, aber macht Sinn mal vorher reinzuhören. Ich höre auf jeden Fall die Tür. Ich weiß, ob ihr das auch hört. Das Subwoofer, der scheppert natürlich so ein bisschen. Die Türverkleidungen scheppern auch, aber wir werden das Ganze ja dämmen und dann werden wir mal schauen, wie es im Nachhinein aussieht. Ich glaube, das hört man so schon ziemlich gut, dass es gut scheppert. Und jetzt fangen wir aber mit dem Umbau an. Ja, die Türverkleidung am Golf muss natürlich abgebaut werden, logisch, ne, durch die Lautsprecherabdeckung allein kommt man nicht an den Lautsprecher dran und wir wollen natürlich dämmen, dafür haben wir die Plastikabdeckung abgemacht und unten ist noch eine Schraube, wenn diese ab sind, dann kann die komplette Türverkleidung ausgeklipst werden und also viel Arbeit ist es ja eigentlich nicht, das geht ratzfatz bei diesem Auto. Genau, ein wichtiger Moment, Leute. Hier nicht einfach an der Türverkleidung rumzerren, den Bodenzug anständig abklemmen. Wenn der kaputt ist, dann habt ihr nämlich ein Problem. Dann kommt er nicht mehr aus, dann kriegt ihr die Tür von innen nicht mehr offen. Und die Stecker natürlich anständig abmachen, nicht einfach abreißen. Also Türverkleidung ist ab und wir werden diese natürlich auch dämmen müssen. Kannst du mir gerade mal erklären, welche Bereiche hier gedämmt werden müssen? Weil denn das eine Auto, was ich letztens mal gemacht habe, habe ich einfach mit Schaumstoff komplett ausgefüllt. Also alles komplett. Und ja, die Idee dazu, welche Bereiche müssen wir jetzt eigentlich hier so dämmen? Welches wäre wichtig und warum ist es wichtig? Also ich hätte jetzt gesagt, hier auf Anhieb, hier und hier oder... Genau, das ist natürlich die großen Flächen auf jeden Fall dämmen, damit... da keine Vibrationen entstehen, auch hier oben, wo der Übergang ist, nochmal mit dämmen. Das Einzige, wo man darauf achten müsste, halt, wenn man zum Beispiel hier in den Bereichen, wo die andere Verkleidung, die wir zuvor abgenommen haben, um an die Schrauben zu kommen, Dämmung drüber klebt, kann es natürlich passieren, dass wir die andere Verkleidung nachher schlecht wieder drauf bekommen. Okay, und womit dämmen wir das jetzt? Da nehmen wir das Silum Finish. Silum Finish, alles klar. Silum Finish wäre dann, das habe ich ja vorhin schon gezeigt, das mit dem Schaumstoff, 5 mm Schaumstoff, circa 2 mm Bitül und eine Aluschicht. Ja, alles klar. Das machen wir gleich. Als nächstes hätte ich gesagt, Lautsprecher ausbauen und dann schauen wir uns an, was wir als nächstes hier machen, nachdem wir den Lautsprecher ausgebaut haben. Jetzt müssen wir noch eins machen. Also wir sind jetzt auf der rechten Seite, weil auf der linken, da gab es ein paar Probleme mit der Speicherkarte. Und deshalb muss ich euch das auf der rechten Seite zeigen. Und zwar müssen wir den kompletten Träger abbauen, um
ja, um die Tür anständig zu dämmen. Dafür muss die Fensterscheibe gleich geklebt werden. Bevor wir die kleben, müssen wir die vom Fensterheber lösen. Servicestellung, diese Deckel öffnen, die beiden. Und jetzt müssen wir den Fensterheber einmal runterfahren, bis wir hier die Schraube vom Fensterheber sehen. So, dafür nehmen wir uns den Fensterheber-Schalter. Den habe ich einfach aus der Tür rausgezogen. Und dann fahren wir das Fenster runter. Dann kommt hier gleich die Schraube für den Fensterheber zum Vorschein. Da, und die müssen wir lösen. Ja, hier, das ist eine Torx, die müssen wir lösen. Und auf der anderen Seite das gleiche, müssen beide gelöst werden. Dann ist die Fensterscheibe lose. Dann können wir die einfach von Hand hochziehen und oben am Träger arretieren. So, die Schrauben sind gelöst. Man müsste jetzt eigentlich die Fensterscheibe aus der Führung rausbekommen. So, die Fensterscheibe ist vom Aggregateträger und vom Fensterheber abgelöst. Die Fensterscheibe ist oben. Das Einzige, was wir jetzt machen müssen, man könnte die jetzt loslassen. Problem ist, wenn man die Tür bewegt, dämmt, dann fällt die Fensterscheibe auf einmal runter. Deshalb ganz wichtig, einmal arretieren. Jetzt kann die Fensterscheibe nicht mehr runterfallen und wir müssen die einzelnen Kunststoffpins rausholen. Ich bin echt gespannt, ob wir auch diese Alunite rausnieten müssen. So sieht das Ganze aus der Nähe aus. Also ihr seht diese Kunststoffniete überall rundherum. Problem sehe ich hier Alunit und hier ein großes Alunit und auch hier unten. Der Fensterheber bleibt so dran, deshalb ja. Unser Glück probieren. Einmal rausziehen. Ah. So, und so sieht das Ganze aus. Und die einmal rundherum alle rausziehen. Anschließend den Türaggregateträger von der Tür ablösen. Das sind 30er Torx-Schrauben, zwei Stück oben. Und dann ist der Fensterheber am Aggregateträger dran. Zur Seite legen, wir können die Tür dämmen. Also wir haben ja gerade drei Nieten rausgebohrt aus dem Aggregateträger. Schade, dass es nicht nur Kunststoffniete waren. Das war natürlich spitze. Das waren die Löcher einmal 1, 2 und 3. Ja, und hier müssen wir natürlich entweder anständige neue große Niete finden. Ich mache es aber anders. Das sind Gewindehülseneinsätze. Also das ist so ein Gewindeniet. Zack. Es kommt hier rein und diese Stelle schrauben wir halt später fest. Komm, wir machen das einmal hier und ja, ist halt wichtig. Ist halt wichtig, dass wir diese Stelle auch mit befestigen. Ich würde es am liebsten mit so einem Kunststoff Spreiznit wieder mit befestigen, aber das geht wohl nicht. Und deshalb Alunit, zack, ans Blech dran gemacht. Und dann können wir gleich eine Schraube mit Unterlegscheibe durchjagen. Achtung, diese Stelle natürlich nach Möglichkeit, wenn es geht, mit abdichten. Und das gleiche passiert hier. Können das Gewindeniet, fällt mir gerade ein, auch hier so drauf schrauben. Nur Achtung, dass beim Ansetzen die Zange sich nicht zusammenquetscht. Das ist so weich, das quetscht sich sonst kaputt. Und dann kann man es hier reinschieben. Zack, und Gewinde anziehen. Auch nicht zu feste ziehen, denn sonst reißt ihr das Gewinde ab und dann müsst ihr das wieder ausbohren und neues Niet einsetzen. Ja, und das wäre es eigentlich mit den Arbeiten zum Aggregateträger. Als nächstes können wir hier drin einmal aussaugen. Dann wird das komplette Türblech gereinigt, denn wir haben hier Schmutz drin. Durch die Scheibe dringt Wasser ein in die Tür. Wir haben ja auch Wasserablaufkanäle hier unten, weil hier immer Wasser drin steht. Ja, als nächstes reinigen und dämmen.
Anschließend kommt das Ziel im Finish rein. Gut, dass wir den Aggregatträger abgemacht haben. Ich muss euch sagen, so schwierig war das nicht. Man braucht natürlich so ein bisschen Werkzeug wie Akkuschrauber, Bohrer und natürlich diese Gewindeniete. Aber dafür haben wir viel mehr und super Zugang zu der Türaußenhaut und können jetzt ja wunderbar das Seal and Finish anbringen, ohne dass wir uns irgendwie die Hände kaputt machen, weil wir durch den Lautsprecher, durch die Lautsprecheröffnung da rein müssen. So Leute, und so sieht es aus. So sollte es sein. Schön komplett gedämmt. Also bis ins letzte Loch. Hier gibt es bestimmt bald einen coolen Sound. Also das hört sich richtig gut an. Ja, man merkt schon, dass hier mehr Stoff drauf ist. Super. So, anschließend machen wir auf den Aggregateträger von innen, also erstmal natürlich von Staub und Schmutz reinigen, machen wir das Cielum Base drauf. Und das machen wir speziell von innen drauf, damit der Sound auch direkt auf das Alubitül drauf kann. Wirkt nochmal ein bisschen besser, als wenn wir es einfach außen befestigen würden, beziehungsweise von außen draufkleben würden. So Leute, und so soll es aussehen. Überall aus kleinen Stückchen, schön zusammen, überlappend und alle Stellen, ja, die wichtig sind, einfach mal mit Alubitül bedeckt. Ja, und so können wir das jetzt wieder einbauen. Rein, vielleicht den Boden zu hauchen rein. Ganz wichtig, dass man hier alles wieder in seine ursprüngliche Führung reinmacht, denn hier kann es Probleme geben. Häufig passiert ein Fehler und man macht die Kabel, weil es einfacher ist, um den Fensterheber herum. Und dann kriegt man das Problem, erstmal funktioniert alles, bis man das Fenster runterlässt. Dann reißt man die ganzen Strippen ab und dann muss man wieder alles auseinandernehmen. Nicht so cool. So, diese. Ja, auch für den Bodenzug anständig wieder in seine Führung. Also das muss auch wieder hundertprozentig dicht werden. Zum Teil, weil wir hier auch einen Seitenaufprallsensor haben für ein Airbag. Deshalb muss das hier auch alles dicht werden. So, und jetzt können wir erstmal die Plastikklipse ansetzen, hätte ich gesagt. Zumindest vorziehen schon mal. Ja genau, das sind die fünf Fensterheber. So, und an die Stellen, wo wir die Popnieten rausgemacht haben, habt ihr ja gesehen, Gewindebüchsen rein, Gewindebolzen rein. Und da kommen jetzt eins, zwei, drei Schrauben rein. Und die ziehen wir fest und dann ist der Aggregateträger fertig. Der braucht jetzt auch von außen nicht mehr gedämmt werden, das reicht so vollkommen aus. Denn wir werden die Türverkleidung jetzt noch dämmen. Also deshalb, hier von außen ist es nicht mehr notwendig, weil der halt von innen schon gedämmt ist. Ich brauche, glaube ich, den hier. Das war weiter mit der Stern, den brauchen wir eigentlich sowieso nicht mehr.
So, Fensterheber ist drin, Aggregateträger ist drin und wir können die Scheibe wieder montieren. Achtung, nicht, dass sie runterfällt, also immer schön mit festhalten. Und diese fällt praktisch automatisch in eine Führung. So darauf achten, dass sie gerade in den Führungen links und rechts sitzt. Und jetzt kann das da unten festgeschraubt werden. Achtung, linksrum festschrauben, weil die Schraube von innen durchgedrückt ist und auf der Rückseite ist so ein ganz kleiner Torx. So, drauf. Quasi muss man bei diesem Gewinde ja, linksrum denken. Fühlt sich an oder ist so wie Linksgewinde. Ja, dann hätten wir das. Dann testen wir das mal. Ja, dann testen wir erstmal den Fensterheber. Das ist natürlich ganz wichtig, dass er gerade hoch und runter läuft, bevor man hier alles wieder zusammensetzt. Ja, fährt ganz runter. Wunderbar. Ganz wichtig, dass er natürlich keine Kabel abreißt oder sowas, dass da nichts im Weg ist. In diesem Fall alles spitze. Türverkleidung kann noch nicht drauf, genau. Wir bauen den Hochtöner um. Dann dämmen wir die Tür von innen, auch mit Seal im Finish. Ja, und dann können wir das alles wieder zusammenbauen. Los geht's. Ja, machen wir uns mal dran, um zu gucken, was hier alles, ja, was drin ist und wie wir es verbauen. Ja, sehr gut. Kabel sind schon mal welche dabei. Okay, schade, keine Originalstecker dabei. Ich habe welche bei mir in der Garage gehabt, aber nicht mitgenommen. Also das wäre es natürlich, ne? Dann hätte man die direkt drauf machen können. Aber wir werden das so machen, ja, wie das Original angeliefert wurde. Ne? Ja. Genau, wir werden wahrscheinlich die Kabel anlöten. Wir nehmen keine Quetschverbinder. Das ist halt die sicherste Methode. Bei Quetschverbindern kann man immer irgendwie in Wackelkontakt sein, kein richtiger Kontakt. Ja, die können sich die Vibration auflösen, ne? Erstmal das und meistens hat man aber bei vielen Fahrzeugen das Problem, dass die Kabel einfach zu dünn dafür sind. Ja. Ja. Lieferumfang: 165er Lautsprecher, zwei Hochtöner in einem Kunststoffcase mit so einer Kapsel, die man verwenden kann, wenn man am Auto keine Hochtöneröffnung hat. Und wir haben hier eine Frequenzweiche für den Hochtöner, 1-2 Stück, und die werden halt ja gelötet werden müssen, was kein Problem ist und was natürlich eine sichere Verbindung darstellt. Ja, die Lautsprecher, das hier, und sollte man sich diese Lautsprecher auch in eine Hutablage oder sowas einbauen wollen oder in die Tür mit einer eigenen Öffnung, haben wir hier nochmal von Exten diese ja, Abdeckungen, damit man die Lautsprecher halt ja, verziert, schützt und nicht kaputt macht. Und ich zeige euch das gerade mal. Also bei mir am Auto selbst haben wir hier einen Hochtöner, den werden wir gleich mal abmachen. Ich glaube, das geht einfach so raus. Genau. So, und hier ist der Hochtöner drin. Und da sehe ich sogar schon, bei VW haben die sogar mit Kleber gearbeitet. Also diesen werden wir rausholen und gegen den anderen, der mit dabei war, ja, einsetzen. Also der Originale, der war hier so drinne verklebt. Nun haben wir einfach mal die drei Klebestellen abgemacht. Und der neue, den haben wir aus dem Gehäuse rausgeholt. Das kann man einfach so rausklipsen. Und der wird hier so reingelegt. Passt auch wie eine 1, als wäre es dafür gemacht. Ist auch deutlich schwerer, ich sag mal so 2-3 Mal so schwer. Und das sieht dann so aus. Und wir kleben den an den drei Punkten, 1, 2, 3 Punkte, kleben wir den fest. Und der vibriert auch nicht wirklich, ne? Also hier ein bisschen Kleber rein und dann ist das gut.
Während der Kleber, der Heißkleber drauf härtet, werden wir die Türverkleidung dämmen. Und zwar nehmen wir dafür das Sealem Finish. Das sind natürlich ganz wichtige Stellen. Die rappeln wie verrückt, ne? Die rappeln wie verrückt, gerade weil das ja so Kunststoff geschweißt ist. Ja. Und das ist ja nur so ein gepresster Stoff. Ja. Und jetzt die großen Flächen können wir noch schön mit der Rolle bearbeiten. Dann mache ich es immer so, dass ich mir das erstmal so ein bisschen knicke und in die Ecke schön reindrücke. Ja, in den Knick rein. In den Knick rein. Wie gesagt, da nur vorsichtig, dass man das hier nicht zuklebt, damit die Klammern danach dann auch von der anderen Verkleidung, die wir als erstes abgenommen haben, wieder reinfassen können. Ach ja, stimmt. Hier kommt die Abdeckung drauf, ne? Genau, von der anderen Seite kommt die Klammer drauf. Ne? Das wird ja auch hier hinten nochmal reingeschoben. Die hat ja so zwei Nasen, die hier reinführen. Wenn man natürlich das hier zuklebt, haben wir nachher das Problem, dass wir die Verkleidung nicht mehr drauf kriegen. Ja, richtig. Ja, hier würde ich jetzt nicht überlappen, weil wenn wir jetzt hier überlappen zu sehr, haben wir nachher das Problem, dass wir die Türverkleidung nachher nicht mehr drauf kriegen, weil das einfach zu dick wird. Ja, genau. Das sind viele Stellen, die berühren schon fast den Aggregateträger, ne? Genau. Und deshalb müssen wir hier ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu viel machen. Das hatte ich auch das Problem. Einmal, da habe ich wirklich zu viel teilweise gemacht und beim Octavia. Und dann ging die sehr schwer drauf. Mhm. Im Prinzip ist das erstmal fertig gedämmt. So Leute, Türverkleidung gedämmt und so sollte es aussehen. Also richtig cool. Hier sollte nichts mehr rappeln. Und die können wir jetzt rein theoretisch, auch rein praktisch, können wir diese jetzt schon einbauen. Ich glaube, der Hochtöner kommt zuerst. Ne? Weil der Hochtöner kommt zuerst, genau. Ja, Hochtöner rein, Türverkleidung rein, glücklich sein. Die Frequenzweiche kleben wir mit Heißkleber an, damit die da auch fest in der Position ist. Das haben wir vorher angeschmirgelt, die Stelle, damit der Heißkleber auch anständig hält. Und in diesem Fall wird auch nur der Hochtöner mit einer Frequenzweiche versehen, denn der Lautsprecher, der 165er Lautsprecher, der Tieftöner, der unten reinkommt, der hat eine eigene Spule schon mit drauf. Und zwar ist das hier die Weiche, die auf dem Tieftöner drauf ist. Und somit benötigt der Hochtöner seine separate Weiche. Das alles nochmal mit Gewebeband schön zusammenbinden, damit es nicht in der Tür irgendwo anfängt, Geräusche zu machen, wenn der Lautsprecher spielt oder während der Fahrt, damit es halt einfach nicht klappert. Nicht zu sparsam damit umgehen, so ein Gewebeband hält 2 Jahre. Das Band selbst ist sehr lang, deshalb immer fleißig verbrauchen das Zeug. Der Adapterring kann befestigt werden. Ich habe hier in diesem Fall spezielle Adapterringe. Die sind extra dick, beziehungsweise kein weiches Material, sondern der ist 1 cm dick aus Vollmaterial. Also müsste der oder der muss nicht unbedingt außenrum komplett nochmal gedämmt werden, weil der halt so super stabil ist. Diesen setzen wir an und leicht verdreht zu den Originallöchern, damit wir in den Kunststoffaggregatträger reinbohren können. Jetzt muss man aber noch eins machen. Wir haben den vorher nicht abgedichtet. Bedeutet also, wir werden noch einmal gleich mit der Heißklebepistole
dort drumherum fahren, damit wir den kompletten Ring einmal abgedichtet bekommen. So, und da wird das Kabel schon mal fixiert und anschließend ja, abgedichtet mit der Heißklebepistole. Hier werden jetzt die Kabel abisoliert, wo wir die Tieftöner bzw. die Lautsprecher vor den originalen Stecker festlöten, damit wir damit der Lautsprecher Strom kriegt. Die Sache ist die, wenn wir mal wieder zurückrüsten möchten, dann ist das kein Problem. Dann können wir den Originalstecker ganz einfach wieder auf den originalen Lautsprecher draufstecken. Heißt also, wir brauchen keine Strippe durchzutrennen, sondern es wird einfach so mit dran gelötet. Und gleichzeitig kommt die Frequenzweiche für den Hochtöner mit dran. Kabel, Frequenzweiche und dort oben ist schon der Hochtöner dran montiert. So, diese werden jetzt nochmal zusammengezwirbelt und anschließend festgelötet. So, ganz wichtig Leute, natürlich auch die Stecker überall an die richtige Stelle dran, in die richtige Führung, nicht abreißen, wenn die Stecker nämlich drauf sind, dann hat man echt wenig Platz. Ja, und noch wichtiger, umso wichtiger, der Bodenzug, den man jetzt einklemmt. Passiert nämlich häufig, dass man den drauf macht, daneben falsch macht oder so und dann geht die Tür von innen nicht mehr offen. Und natürlich für meine Einstiegsbeleuchtung ganz wichtig, die Kabel. Ja, die habe ich auch extra kurz gelassen, damit man auch entsprechend Probleme beim Ansetzen hat. Aber das müssen wir hier irgendwie... So. Ja, und die ist drauf. Die Verkleidung sitzt schön stramm, bedeutet, ja, wir gucken mal, ob der Türgriff funktioniert. Das ist immer wichtig zu prüfen. Nochmal. Achso, ist aufgegangen. Ja, alles wunderbar. Sehr gut. Den Abbau der Türverkleidung habe ich euch nicht gezeigt, eigentlich nichts Wildes. Also hier unten die eine Schraube, dann kommt hier 1, 2, 3 und das wäre es eigentlich bei einer Türverkleidung beim Golf 6. Ist jetzt nicht speziell nicht ganz so wichtig, wie man die Türverkleidung abbaut. Also man findet da überall Tutorials zu, weil wir haben halt einen Golf 6. Hat man da schon wieder einen Passat, einen Turano oder was weiß ich, dann ist es überall anders oder sogar Golf 5 oder Golf 7. Aber ganz wichtig, einmal gezeigt, wie es gut gedämmt werden muss. Und das Ergebnis werden wir gleich mal hören. So, vorne sind wir durch. Jetzt bereiten wir uns darauf vor, die Türen hinten mit Lautsprechern auszustatten. Das heißt, der Golf 6, der ist da mit Lautsprechern ausgestattet, aber das sind nur so Tieftöner, soweit ich das hinten rechts mal gehört habe. Ich habe die mal angeschlossen. Die machen nur Bass. Und da machen wir jetzt schöne Koaxial rein. Genau. Problem hierbei ist, ja, Lautsprecher ist drin, aber die Kabel sind nie gezogen. Bedeutet, ich setze mich rein, mache das Radio raus, die Tür, die Zierleisten müssen unten ab. Denn wir müssen ein Lautsprecherkabel legen, hinten links, hinten rechts, bis nach vorne zum Radio, an die Originalpins dran gehen. Die Originalpins sind wiederum verbunden mit der Endstufe. Und ja, das wird natürlich jetzt noch ein bisschen Heckmeck. Aber das muss gemacht werden, damit die hinten auch anständig funktionieren. Und da würde ich sagen, nicht viel Schnacken fertig machen. Wir legen los und fangen an, alles zu zerlegen. Also so sieht es unter der Türverkleidung aus. Hier der Lautsprecher,
Was ein Wunder, wir haben einen Lautsprecher drin, aber ihr seht hier, keine Kabel, nur Kabel fürs Türschloss gehen hier raus. Das ist natürlich schade. Jetzt müssen wir die Kabel wirklich also hier rein und durchziehen durch die Manschette. Ja, bis zum Radio. Ich habe schon mal angefangen zu zerlegen. Jetzt muss ich das nur noch rausschrauben, das Radio rausziehen. So, hier holen wir jetzt die Kopfnieten raus, die Originalen. Okay, Lautsprecher ist raus. Die Kurbel haben wir jetzt mal wieder angesetzt, um die Fensterscheibe rauszumachen. Hier eine Popnite, hier eine Popnite, hier eine, die vom Aggregatträger abgetrennt werden muss. Und hier diese Nieten, die müssen auch wieder einfach nur abgezogen werden. Und hier eine Besonderheit beim Fensterheber, kann man schlecht sehen, ich mache mal gerade Licht an. Und zwar seht ihr hier, das ist ja die Serviceöffnung, ne? Und wenn wir das auf diese Position drehen, dann sehen wir hier so Spreiznieten. Und diese müssen wir einfach durchdrücken. So, einer ist raus, den müssen wir gleich natürlich da drinnen rausholen. Der zweite ist raus, die fliegen hier schon rum. Das ist natürlich ganz wichtig, dass wir den gleich auch wieder anständig ansetzen. Und jetzt kann das Fenster nämlich hoch. Fensterscheibe hochziehen, hochdrücken, Klebeband drauf. Und hier, zack, die kann nicht mehr runterfallen und jetzt können wir den Aggregatträger langsam rausholen. Ganz einfache Sache, das schaffe ich sogar alleine, Leute. Zack, es geht. Super soft, ist echt nervig, dass wir hier drei Popnieten haben, die wirklich durchgebohrt werden müssen. Ich verstehe das nicht, warum man nicht einfach überall diese Kunststoffdinger reingemacht hat. Die sind echt locker rauszuholen, halten den Aggregateträger, aber super fest. So, und das ist jetzt eigentlich dieser lose. So, legen wir das alles mal zur Seite. Die Kurbel kann wieder ab. Ne? Guck mal, sowas schon mal gesehen. Das muss hier einfach hochgedrückt werden. Dann kann man das hier abziehen, zur Seite legen. Und dann wäre es mit dem Türschloss. Aushängen, 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 aushängen. Aushängen, aushängen, aushängen. Lichtung abziehen. Schon mal reintun und den Aggregateträger ablösen und gucken, dass wir den Bodenzug natürlich auch hier reinlegen. Zack. Und wir haben hier das Kabel. Da muss man natürlich total aufpassen, Leute. Denn was hier jetzt viele tun würden, ist, um dieses Kabel herumzugehen. Da geht aber die Fensterscheibe runter. Ne? Das muss man sich merken. Da muss hier unten versteckt werden. Das ist ganz, ganz wichtig, super wichtig. So, das wollen wir hier raus. Hier wird es abgeklemmt und untenrum durchgezogen. Ganz wichtig, dass man sich das merkt, damit man das später genauso wieder zusammenbaut. Sonst hat man wirklich ein Riesenproblem. Ja, ganz kleiner Aggregateträger. Der kann jetzt eigentlich gedämmt werden. Und dann kann mit Seal and Finish diese Tür komplett ausgelegt werden. Nicht vergessen, diese Pins rauszuholen. Die werden hier so ineinander gesteckt. Erstmal ganz leicht. Dann, wenn der Fensterheber, wenn wir das alles wieder einbauen, ich zeige euch das mal von dieser Seite, von der Innenseite, wird der hier reingeschoben, zack, und dann zusammengepresst, damit die Fensterscheibe ja halt seine Führung hat. Das ist eigentlich das Teil, was die Fensterscheibe hoch und runter bewegt, muss in der richtigen Position reingequetscht werden. Ich hoffe, ich kriege das so hin, weil das ist nicht immer so einfach, wie man das so erzählt, das dort anzusetzen. Also kann schon mal passieren, dass man so einen Aggregatträger ein paar Mal rausnehmen muss, weil das Teil nämlich dann wieder durchflutscht. Gut, hätten wir das aber. Mal hier abputzen, Seal and Finish und dann ist das schon mal gedämmt. Wie vorne auch schon, wird hier einmal komplett gedämmt. Das ist schnell getan, schön große Stücke rein, weil der Aggregateträger ab ist. Und dann wird es auch wirklich cool, was den Sound angeht. So, während hinten gedämmt wird, habe ich das Radio in der Zwischenzeit schon mal rausgeholt. Also viele Kabel, denn wir haben ja auch noch die Endstufe hier mit dran. Und jetzt ziehe ich die Leitung von hier vorne
Also quasi hier an diesen Quadlock-Stecker anschließen, original. Und dann gehen wir im Fußraum unterm Teppich. Diese Leiste baue ich gleich noch ab, bis nach hinten hin. Diese Verkleidung muss hier ab, diese B-Säulenverkleidung, damit wir an den originalen Stecker drankommen. Und die Kabel, das andere Ende, mit Originalpins verpinnen können und dann zum Lautsprecher gehen. So. Also Leute, läuft soweit. Wir haben hier das Kabel, das habe ich durchgezogen, unten durchgeführt. Geht in den originalen Kabeltunnel im Fußraum lang. Dafür habe ich die komplette Fußraumverkleidung abgenommen. Dann auch nochmal die B-Säulenverkleidung abgenommen. Und hier drunter haben wir den originalen Stecker, der zur hinteren Tür geht. Zu der hier quasi. Und hier werden wir gleich dieses Kabel, welches hier ja, aus dem Fußraum rauskommt, die beiden Enden, also auf die entsprechende Länge zuschneiden und hier einpinnen. Dann ziehen wir den Stecker hier ab. Das kann ich eigentlich jetzt schon machen. So, dann ziehen wir den hier raus. Und dann haben wir hier die Originalkabel und werden natürlich als Gegenstück, den müssen wir auch mal aufmachen, im Gegenstück halt originale Pins dran machen, hier rauskommen lassen und dann werden die hier durch diese Manschette auch durchgeführt zu den Lautsprechern. Da ist der alte, wir machen das natürlich zu den neuen Lautsprechern rein. So, als erstes schmeißen wir so ein bisschen Dämmmaterial hier auf diesen Aggregateträger. Der ist auch wirklich sehr, ist zwar sehr klein, aber super, super weich und verbiegt sich in alle Richtungen. Deshalb muss der auch entsprechend anständig gedämmt werden. Während der das hier macht, schauen wir uns einmal die Tür innen an. Das haben wir noch nicht gemacht und sind gleich wieder zurück und schauen uns an, wenn das fertig ist. Also in der Tür hinten sieht es so aus, also auch wieder vorzüglich, alles geil gedämmt. Also hier, das gibt wieder mega Sound. Ja, und ich sehe gerade dort, wo wir die Popnieten durchgebohrt haben, das wäre hier einmal, zweimal und ich glaube hier dreimal. Ich muss gleich mal auf den Aggregateträger schauen, müssen wieder Gewindeniete rein. So, Gewindeniete reingedrückt, sieht wunderbar aus, bedeutet wir bräuchten nur noch drei Schräubchen mit drei Unterlegscheiben und dann schauen wir uns direkt einmal an, wie der Aggregateträger aussieht und ich sehe auch wieder aus vielen kleinen Stücken schön zusammengesteckt, sieht richtig gut aus, hier sollte nichts mehr klappern. Ja, dann können wir den eigentlich wieder einbauen, würde ich sagen, ab damit zum Auto. So, wir haben das Kabel mal hier durch den Originaltunnel geführt und Pins reingemacht, damit wir in den originalen Stecker, der hier ja in der Tür sitzt, die Pins da rein und habe ich glaube ich vorhin schon erklärt, dass wir die Pins dann genauso in der Tür verlegen werden. Somit haben wir kein durchgehendes Kabel. Häufig ist es so, dass man einfach ein Kabel durchzieht und und den Stecker dann das Kabel durchtrennen muss, wenn man irgendwas an irgendwas dran muss. So, die Kabel sind eingepinnt, können dann durch die Manschette hier durchgeführt werden und ab zum Lautsprecher. Wir haben ein hartes Draht durch die Manschette geschoben. Auf der anderen Seite, wo das Kabel raus soll, binden wir das an das härtere Draht dran und ziehen es einfach so durch die Manschette. Funktioniert wunderbar. Und schon ist es wie original. Wunderbar. So, und der Aggregateträger kann rein und darauf achten, dass wir hier unterm Fenster rübergehen. Das könnte nämlich sonst Probleme geben beim Fenster runterlassen, Geräusche oder wir reißen das Kabel ab. Das ist natürlich eine wichtige Sache. Aggregateträger ist befestigt in seiner Position und wir können jetzt die Scheibe runterlassen und die Fensterscheibe am
eine Fensterscheibenführung ansetzen. Also, wir sehen das Loch von der Fensterscheibe da drin. Die Fensterscheibe ist auch drin. Ich habe mir diesen Keil mal hier drauf eingeklemmt. Ja, und den müssen wir jetzt da irgendwie am Seil vorbei einführen. Er hat hier unten so eine leichte Verdickung. Der ist ein bisschen dicker. Und dann blockiert das die Fensterscheibe. Und dann können wir den eigentlich hier festkeilen. Nur allerdings brauche ich dafür zwei Hände. Deshalb muss ich die Kamera mal wegtun. Als nächstes ganz wichtig, die Funktion der Fensterscheibe mal prüfen. Schließt, öffnet, also funktioniert. So, dann können wir beginnen, die 1, 2, 3 Schrauben jetzt noch reinzutun, damit das hier natürlich auch fest wird. Lautsprecher ist eingebaut, koaxial und sogar hier abgedichtet. Dämmung von innen, logisch. So, und jetzt ist die hintere Tür dran mit dem Dämmen. Und dann legen wir mal los. Und hierfür nehmen wir auch wieder das Seal and Finish mit ein bisschen Schaumstoff mit bei, damit das auch alles super geschmeidig und an der Tür anliegt, damit es auch keine Rappelgeräusche gibt. So, einmal die Dämmung der Tür von innen fertig, also komplett ausgehöhlt und ab da drauf, wir können. So, das muss jetzt nur noch zusammengeschraubt werden, dann sind wir fertig damit. Ich glaube, da muss ich nicht mehr Details zeigen, wir haben gesehen, wie es abgemacht wird und ich mache mich an die andere Tür und werde diese natürlich auch jetzt erstmal dämmen. Okay Leute, zum Schluss wurde es noch so ein bisschen hektisch, aber das Auto ist wieder zusammengebaut. So, warten bis es auffällt. Ja, ist alles wieder zusammen. Die Türen, die Schweller, ja, hier noch so ein bisschen nachgearbeitet werden, aber sieht klasse aus. Wir müssen ja noch die Kabel von hinten nach vorne ziehen, das habe ich ja schon mal erzählt. Aber es ist fertig. Alle Lautsprecher sind angesteuert und ich hätte gesagt, wir machen jetzt gerade mal so einen kleinen Soundcheck. Ich fahre den Subwoofer komplett runter. Also hier, ne, die Fernbedienung für den Subwoofer, den schmeißen wir komplett auf Null und hören uns nur den Sound vom Radio an. So, Musik läuft. Ohne Subwoofer wohlgemerkt und schon gut an. Also hört sich echt gut an. Satt. Sehr gut. Aber richtig, auch richtig satt, ne? Der Bass kommt gut an, also hört sich echt gut an. Jetzt gehen wir gerade noch mal rein. Mal gucken, wie das auf der Kamera rüberkommt, wenn wir drin sitzen. Und jetzt nehmen wir mal den Subwoofer mit dazu, weil ich glaube, das ist eigentlich gar nicht notwendig. So, auf Hälfte, Subwoofer halb. Also, ich muss euch sagen, sehr, sehr sauberer Klang. Richtig gut. Gefällt mir super. So, ich mache das jetzt mal aus, damit wir ein bisschen Stille haben. Und würde sagen, wir wären fertig mit dem Umbauvideo. Also,
Echsenlautsprecher vorne, Komponentensystem hinten, koaxial, komplett mit anständiger Dämmung, bedeutet also die Türaußenschale, die Türverkleidung, den Aggregateträger, alles mega geil gedämmt. Finde ich richtig gut, hat auch super funktioniert, hat endlange gedauert. Also wir haben den ganzen Tag hier rumgesessen und rumgetüftelt, rumgemacht, habt ihr ja im Video gesehen. Also es ist nicht mal eben gemacht, man braucht da schon so ein bisschen Bock. Man muss schon Bock dazu haben. Ne? Als nächstes machen wir die Laufzeitkorrektureinstellung, allerdings nicht in diesem Video. Das machen wir im nächsten Video. Wir setzen uns gleich ein, machen eine Laufzeitkorrektur. Dafür gibt es was Separates für euch Leute. An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich bei Exten, bei ACR für die Zurverfügungstellung. Danke für die Zusammenarbeit, dass ich das Video für euch machen durfte. Und wir sehen uns im nächsten Video bei der Laufzeitkorrektur für die Lautsprecher. Leute, bis demnächst. Tschüss, euer Schrauber.